So, und damit einen schönen Abend gewünscht auf jeden Fall. Und ja, wir Zeit für Ritus. Ich bin heute am Donnerstag, weil ich auch, ja, ich weiß, das wird Hardcore, dieses Achievement, aber ich habe zugleich auch irgendwie Bock drauf, es zu versuchen. Und deswegen, probieren wir uns mal ja, relativ doch schwierigen Nummer, wie es schon gewarnt wurde von Leuten, dass ganz leicht wird, aber ich kenne Tomb Raider schon mittlerweile und das wird das ganze Game noch mal ein bisschen schwerer machen. Das Ende ist ein bisschen nervig wegen den Prüfungen, aber ja, schauen. So. Wollen wir uns doch mal das Ganze wagen? Schon eine brauchbare Datei gefunden, die funktioniert. Ja, und genau diese Datei. Datei probieren wir uns. War das hier? Ich glaube, es war hier unten. Die, glaube ich, gleich kommt. Genau, die 1.0 war das. Die auf ange ja, ist er. Okay. Hardcore-Mode. Es gibt 86 Achievement-Punkte und 0 von 600 Hardcore-Punkte. Oh mein Gott, das wird. Das wird mies. Das wird mies. Okay, da stimmt noch was. Stimmt noch was. Aber diesmal, gut, die ROM ist richtig, aber wieder umgestellt. Scheiße. Ach, funktioniert er. Das ist das Blöde, wenn der Hardcore-Modus an ist. Muss ich jedes Mal neu starten, weil die Save-State funktioniert. Vielleicht mal gucken, ob das jetzt auch so stimmt. Aber sollte im Grunde jetzt so stimmen. Kann auch laufen mal dafür sorgen, dass die Maus auf jeden Fall da Bild raus. Genau. Zeiger weg. Dann sieht man die da nicht im Bild. Training kommt mir ganz gut gelegen. Kann ich gleich mal alles ausprobieren, ob alles so funktioniert, wie es soll. Welcome to my home. Jetzt. I'll take you on a guided tour. Use the D-pad to go into the music room. Ja, links. Rechts geht schon mal Rolle. Sehen. So für eine Schiebe müssen wir sowieso das Training abschließen. Okay, let's do some tumbling. Press the jump button. Now press it again and quickly press one of the directions and I'll jump that way.
So, danke schön. Ah, the main hall. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Ja, auf Deutsch sagt sie, sie hat ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht wohin damit. Run up to a crate and while still pressing forward, press action and I'll vault up onto it. Ja. Das beinhaltet, by the way, auch mit dem Spiel, dass wir 100% machen müssen. Das heißt, an sämtlichen Achievements prüfe ich mich sowieso. Sämtliche Goodies, die sind, also Secrets, die müssen wir einsammeln. Das Witzige ist, ich weiß gar nicht mal, wo jetzt exakt alle sind. I don't actually run everywhere. If you want to look around, press and hold the look button, then press in the direction you want to look. Look, genau. If a jump is too far for me, I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. Walk to the edge with the white line until I won't go any further. Then if I do a run, walk to the edge with the white line until I stop. Then let go of walk and tap backwards to give me a run up. Press forward and almost try to vault up here. I can't climb up because the gap is too small, but press right and I'll shimmy sideways until there is room. Then press forward. Interessant, wie sie auf Englisch so klingt. Tap backwards and I'll jump off backwards. Immediately press and hold the action button and I'll grab the ledge on the way down. Ich glaube, die muss ich noch abschließen. Also die 4. Right, this is a really big one. So do a running jump exactly as before. Except while I'm in... Nice. Nice. Let's go for a swim. The jump button and the directions move me around underwater. Right. Now I'd better take off these wet clothes. Okay, Lara's home. Hätten wir. Complete the training level. Glaube ich, einmal aktualisieren, genau. Nein, das war, glaube ich, jetzt Demo, oder? Ich hatte die Demo eingeschaltet. Ja, das ist Demo-Modus. Es gibt noch ebenfalls ein ziemlich krasses Achievement. Das ist Pazifist. Also in dem Run dürfen wir anscheinend keine Tiere killen. Hat die Fiskau lustig werden, ne? Genauso wie die das Achievement für. Ja, das war keine Medis benutzen dürfen. Keine Saves und nur Pistolen. Ich glaube, das würde ich mir beim ersten Level sogar noch zutrauen. Das zu schaffen. Also nur Medis, nur Saves und Crystal only.
Weil viel mehr bleibt doch zu Anfang nicht. Ich habe das schon mal geübt, dann das Level No Death zu schaffen. Und ich habe es auch schon mal No Death geschafft. So, die ersten Goodies sollte ich, glaube ich, auch noch wissen, wo die sind. Eins ist auch, glaube ich, hier hinten. Schon ganz leicht und leicht zu erreichen. Genau, das war das erste. Ich kann mir vorstellen, es ist No Save und Pistol Only. Noch Schwereres. Wobei. Pazifist und ja, doch dieses Pazifist-Ding mit Kill No Animals. Könnte auch ein bisschen schwierig werden, das zu schaffen. Allgemein sind die Achievements da drin doch relativ knackig. Ja, hier muss man einfach nur die X-Taste drücken. X drücken, das weiß ich noch. Es gibt wohl 3 Secrets, wie ich gelesen habe. Weil ich frage mich, was sie mit Don't Harm Animals meinen. Die damit das komplette Spiel meinen oder bestimmte Levels. Dann ist auch die Frage, zählt Atlantis dazu? Weil ich würde diese Gegner jetzt nicht unbedingt als Tiere bezeichnen. Ägypten dürfte auf jeden Fall noch dazu zählen. Fledermäuse auf jeden Fall. Wird. Ich bin da mit dem Grundgedanken schon rein, dass es wohl eine recht schwierige Nummer werden. Deswegen habe ich das Game auch extra sondiert bei den Nisch. Genau diesen Grund. Übel. Okay, noch sind wir ganz gut unterwegs. Na gut, mein First Level, ohne jetzt große Energie zu verlieren, das ist noch relativ. Ja, das ist eigentlich easy noch. Wenn man die Level auswendig kennt, da hier einmal triggern. Immer die Welt ganz locker von hier oben aus. Arbeiten, wenn wir gerade mal treffen. Bei den Bären kann es lustig werden, die schaffen das. Die ersteren hat auch schon ein bisschen gefährlicheren Gegner.
Ach ja, die schönen Hitboxen. Ne? Ich muss gerade überlegen. Ach ja, die schönen Rides, die von allen Seiten aussahen. Gleich aussehen. Glaube, Mario 64 ein bisschen besser gelöst. Weiß gar nicht, ob es da auch, das da auch gibt. Das Mario 64 Set soll auch ziemlich ranzig sein. Ey, ey. Finde es mega nice, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und dass ich eigentlich eine Version gefunden habe, die auch die Achievements annimmt. Ein Weilchen gedauert. Hast du eine OS-ROM dafür zu finden, die das akzeptiert? So, ich darf dafür ja nicht speichern. Okay, der Bär ist schon direkt getriggert, das ist gut. Er sagt, directly ist gleich dead. Was ist das denn? Sehr kulant. Hier ist noch ein Goodie. Ist die Frage, ist noch hier unten jetzt noch was eigentlich? Oder? Das ist nichts. Hey, Geheimnisse soll es geben. Secrets. Okay, so weit, so gut. Speichern darf ich auf jeden Fall nicht. Weil für den einen Run startet. Glaube, beim zweiten soll es sogar noch schlimmer sein. Der erste wohl noch zutraulicher. Wow, das war schon. Überrascht, dass sie da entlang kam. Alles noch okay. Ist alles noch im grünen Bereich. Okay, damit haben wir schon mal alle Secrets gefunden. Kann man die Wurf-Secrets?
Also jetzt müssen wir im Grunde noch das Level schaffen. Sterben darf ich dabei natürlich nicht. So, der Schalter ist, glaube ich, auf Zeit. Glaube ich, auf Zeit basiert. Da müssen wir fix sein. So, er reicht ein Standsprung. Da reicht ein Standsprung nicht. Da muss ein verlängerter Sprung. Okay, noch ein bisschen Schaden genommen, ist es noch in Ordnung. Kann ich durchaus leben. Neu kam jetzt ein Wolf um die Ecke. Ich finde die Musik von dem G6-Trompeter auch mega mäßig nice. Also soundtrack-technisch kann ich das nicht sehen lassen. Das sollte jetzt auch zählen, denke ich mal. Für No Medis, No Saves. Für dieses Level. Finish Level 1. Kills 3 von 3. Und habe ich das doch gerade gemacht? Ticker. Ticker. Irgendwas übersehen. Irgendwo da was übersehen. Ja gut, hier kannst du eh speichern. Dann siebtes Item. Na, ein siebtes Item gehabt. Nochmal reingehen. Da muss ich nochmal reingehen. Das gefällt mir da noch nicht. Hab ich denn da was liegen lassen? Du
irgendwo ein Goodie gefehlt haben. Das ich nicht mitgenommen habe. Das ist natürlich jetzt schade, weil der Run war gut. Der Run war sehr gut gewesen. Und nur Pistolen und war auch. Ohne zwischen zu saven. Ich schätze mal, mit No Saving zählt wohl sehr wahrscheinlich die blauen Dinger. Zwischendurch hier und da rumschweben. Ich denke mal, das wird als Save wahrscheinlich zählen. Die Art von Checkpoints. Denn da was übersehen? Boah, das ist ärgerlich. Ein Item hätte gefehlt. Einziges Item. Also man merkt, es ist musikalisch, es soll das Spiel des größten Teils auf Atmosphäre aufbaut. Natürlich hier und da sehr schön Musiktracks. Und wenn die auftauchen, hauen die aber rein. Orchesterstück. Das habe ich schon. Keine Fledermäuse mehr. Das ist wahrscheinlich ein Eckenlicht oder so. Das ist wohl eigentlich weiß, wie hätte Licht sein sollen. Hier noch in der Ränder, das ist so ein tiefes Schwarz. Tiefer Schatten. In der Dino-Stage macht das eine ganz besondere Atmosphäre. Dino-Tal. Wo kann mit dem sein? Vielleicht in dem Raum mit den Wölfen irgendwie damit zusammenhängt.
dort vielleicht irgendwo das Item. Dort vielleicht irgendwo das Item war. Triggern. Ja, der Raum ist easy. Anfang ist auch noch easy. Aber ab der zweiten Welt wird's dann... Da wird's krasser. Ab der zweiten Welt wird's deutlich krasser. So. Weil ich will mal unten schauen. Vielleicht habe ich da irgendwo noch was. Hier irgendwo was liegen lassen. Soweit auch nicht. Grafikfehler drin. Oder vielleicht hier irgendwie links und rechts, hast vergessen. Oder warte mal, zählt. Oh, das kann sein. Ich ahne, was mir gefehlt. Oh, das war... Ja, so ein Bär. Dann auf naher Distanz wird das echt ein Problem werden. Naher Distanz wird das echt ein Problem. Ah, das ist schon wahrscheinlich. Das Safe Goodie zählt wahrscheinlich auch dazu. Safe Dingens zählt wahrscheinlich auch dazu. Aber witzigerweise zählt es nicht als Ingame Goodie. Aber dafür zählt es wohl als Achievement. Einzusammeln. Nee. Da.
Also zählt das nicht als Pickup. Ich weiß, dass es verschwindet auf jeden Fall, wenn man es eingesammelt hat. Also aktiviert. Dann wohl nicht mehr da. Vor dem musste ich jetzt Abstand halten, weil das wäre zu gefährlich geworden sonst. Musik ist einfach nur geil, muss ich sagen. Die Musik ist einfach nur geil. Was hier denn? Jetzt ein Medipick. Ein Medikit. Sonst kein. Sonst nichts herum. Warte, ob da hinten, das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen, das Pickup da. Das könnte der Fehler gewesen sein. Das könnte echt der Fehler gewesen sein. Gibt's noch ganz skurrile Achievements mit einem Handstand machen auf bestimmten Sachen. Wobei ich glaube, das ist auch noch eine ertragbare Aufgabe. Wobei es kommt drauf an, wo man diesen Handstand machen soll. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache, kann ich es trotzdem noch. Da gibt es einen ganz bestimmten Boss im Spiel. Der wird Pistol Only, wird das eine. Wird das schon Krampf werden, ey. Habe ich es jetzt geschafft? Ja, da ist es, Extreme Raider. 14 Kills und Pickup 2 Tickets und No Safe at Mets Only. Sehr schön. Das war's, was ich wollte. Level 1 schon mal sind wir damit komplettiert. Anscheinend immer irgendwo ein Extreme Raider.
Golden Child. Aber Story relevant. Ah, okay. Okay, ich glaube, das können wir. Das können wir auch schon locker clearen. Habt ihr mich gerade gelesen, was Pazifist bedeutet? Und zwar, das bedeutet. Da hat anscheinend schon mal jemand gefragt. Man muss anscheinend nicht das komplette Game durchspielen. Wäre auch zu heftig. Nee, man muss nur das erste Level durchspielen, ohne dass man ein Tier killt. Was eigentlich im Intro schon ja gar nicht mehr, was im Intro eigentlich schon gar nicht mehr möglich ist. Weil im Intro sterben sowieso ein paar Wölfe. Ding. Ich glaube, das ist auch anders gemeint. Glaube, die Rede ist hier einfach nur das Level schaffen. Und nur das Level schaffen. Stand zumindest so drin. Das also hat wohl jemand mal geschrieben, der das schon geschafft hat, dass das First Level wohl reichen würde. Für das Pazifist Achievement. Ich glaube, spätestens Atlantis wäre das übel geworden. Spätestens Atlantis wäre das so übel geworden. Weil Atlantis ins Pazifist, da sag sogar ich nein. Weil das ist zu heftig. Das ist hier einfach noch nicht nach unten. Ich glaube, hier ist sogar Speichern möglich. Kann man theoretisch. Das mache ich aber nicht. Weil so schwer ist die Stage jetzt auch wieder nicht. Sollten wir eigentlich schaffen. Wobei hier kann es fies werden. Hier kann es, glaube ich, ein bisschen fies werden in der Passage. Wobei die Wölfe kommen ja nicht. Die Wölfe haben nur eine bestimmte Sprunghöhe. Das heißt, die kommen ja dementsprechend da oben nicht hin. So. Hat mich getroffen, aber ist mir jetzt auch. Ist, glaube ich, egal. Die einfach fallen lassen und den Wolf ignorieren.
Fast am Ziel. Was nehme ich schief mit? Na gut, wobei die Passage ist doch ein bisschen sehr arg gefährlich. Jetzt die Frage, reicht das jetzt? Ja, es reicht, okay. Haben wir. Genommen. Fertig. Oh ja, Exit without saving. Brauche ich kein zweites Mal. So. Stage Nummer 2 sollte auch noch Pistol Only und oh, Medis. Schafft mal sein. Auch wenn es hier schon ein bisschen schwieriger wird. Wenn es hier schon ein bisschen schwieriger wird. Und die Gegnerzahl wird ein bisschen höher hier. Die Gegnerzahl, die wird hier ein bisschen höher. Und natürlich zwischenspeichern dürfen wir auch hier. Nicht. Von aus hier wieder möglichst alles einsammeln. Ich glaube, es kam auch sogar später Levels, wo wir nicht mehr zurück konnten. Zu bestimmten Bereichen. Hier. Wurde irgendwann der Bär getriggert? Ich glaube, wenn man sich dem Bild hier nähert. Ja, die Bären machen harten Schaden. Die Bären machen echt harten Schaden. Geht hier noch, das geht hier noch. Noch alles. Übel wird's noch. So, ich will erst mal. Hier noch weiter schauen. Grundbereich. Glaube noch Sachen zu holen. Gerade mal überprüfen. Und Mr. Dynamite, Hallöchen.
Noch geht's einigermaßen gut voran. Aber gut, die ersten Level ist klar, dass er... Oh. Wow. Halbwegs ertragbar. Es ist auch so ein bisschen Lernen. Es ist auch so ein bisschen... Bei dem Spiel ist, glaube ich, Geduld eine Frage. Lernen. Welche Passage in dem Level funktioniert. Spätestens bei Atlantis wird das heftig werden. Bei ab mindestens schon ab St. Francis Foley wird es asozial. Aber gut. Sehe, was ich hinbekommen kann. Unten war einmal links ein Bereich und einmal rechts ein Bereich. Ich versuche auch direkt gleich die... Challenge without Medis und Pistols und so weiter und den Pickups. Das sollte ich das nämlich gleich schaffen. Auch direkt vom Tisch die ersten paar Stages. Und Gott sei Dank war Pazifist nur fürs erste Level gemeint, was ich nachgeschlagen hatte. Nicht fürs komplette Game. Ey, wenn es fürs komplette Game Pazifist gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee. Das mache ich nicht. Komplettes Game Pazifist, das ist auch gar nicht möglich, weil man muss ja sowieso diesen einen Typen später killen. Ja und so weiter. Und Nacklas sowieso. Was hieß ja quasi No Animals erfahren. Andererseits wäre der Game Award von dem Game schon näher. Schon nice, ihn drin zu haben. Gerade weil es auch eins meiner Kindheitsspiele ist. Oder eher Jugendspiele sozusagen. Heute ein Geschmack-Stream. Unterlöchen. Arm Bexi. Ja, ich habe spontan Bock, weil ich den ganzen Tag schon denke, jo, jetzt hast du eigentlich Bock, das Tomb Raider Achievement damals mal anzuschneiden. Wird ja. Bin auch schon so ein bisschen gehypt drauf, weil ich weiß, das wird eine härtere Nummer werden. Würde ich das gerne schon mal anschneiden. Tomb Raider so ein Tier-Stream. Weil, ja, wie Dein schon gesagt hat, da sind echt harte Sachen dabei. Echt schwere Sachen dabei. Zum Beispiel die Extreme Raider Challenges. Böse. Ja, sehr nice, freue mich. Ne? Jetzt ein Brüste hatte. Jetzt ein Brüste hatte. Wichtig ist es auch kein Secret übersehen. Irgendwo nachschlagen?
Jetzt gerade nicht. Ich mach das jetzt gerade mit der Kreistaste nicht, ey. Ach so, weil es das Viereck ist und nicht die Kreistaste. Aber ja, geht schon los. Geht schon los. Und da sagten sie noch, er braucht keine Brille. No. Ja, genau das haben sie gesagt. Stimmt, der Schlüssel war ja woanders gewesen. Das war jetzt komplett nur für was anderes. Das war jetzt komplett nur für was anderes. Hier hinten war der Schlüssel drin. Man muss sagen, die Musik von dem Spiel ist echt gut gelungen. Hat ey, das echt was gezaubert damals. Ja, kein Wunder, die Frau ist ja auch quasi zur Ikone geworden der 90er. Pizza-Werbung, Credit Cards, Magazine, überall Lara Croft. Oh, schnell zurück. Gut, dann schieb's halt ein Stück weiter. Die gab es, glaube ich, auch noch. Neuen Schlüssel. Hier hinten. Das war das Achievement für den Gold- und Silberschlüssel. Der ist ein story-relevantes Achievement. Speicherpunkte zählen nicht dazu. Und ich darf mich nicht heilen. Und nicht die Speicherpunkte benutzen. Und muss die Stages mit Pistole allein bespielen. Oh je. Das ist relativ ähnlich mit Buster Only. Relativ ähnlich mit Buster Only. Teilen darf ich mich nicht. Jetzt wird's schon. Ja, jetzt wird's schon. Jetzt kurbelt's langsam an. Jetzt kurbelst du langsam an. Ledermäuse sind, glaube ich, noch das mindeste Problem.
Wobei das auch gerade nicht so schlau war, in den Raum reinzurennen. Ich hätte die von oben eigentlich killen können. Unten könnte noch was sein. Im Pool. Ich darf ja echt nichts übersehen. Tomb Raider haben will. So viele schöne Medipacks und du weißt genau, du darfst sie nicht benutzen, weil dann ist Extreme Raider ist dann futsch für das Level. Und das im Hotel noch mit sämtlichen Goodies einsammeln. Kann Spaß sein. Böse Achievements darf man in Levels keine Medipacks benutzen. Du darfst nicht zwischenspeichern. Musst quasi alle Pickups finden. Also alle Secrets. Und ja, du darfst halt nur die Pistolen benutzen. Wird später noch eine Hardcore-Sache. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob ich komplett alles schaffe von der Liste. Ich wurde ja von Daini schon gewarnt. Das ist ein Set, das hat's in sich. Nein, oh ja, scheiße. Das war dumm. Das war ein dummer Fehler. Und nochmal komplett von vorne. Das Gute ist, es zählt wenigstens nicht fürs komplette Spiel. Also nur für die einzelnen Levels wird das verrechnet. Das ist wenigstens was Gutes. Da war mit der Wolfshalle oder mit der Halle vorhin sowieso nicht ganz zufrieden, wie das lief. Ich habe da ein bisschen zu viel Schaden genommen und hätte es besser machen können. Also ich hätte oben zum Simpson latschen können. Hätte die Wölfe doch eigentlich besser da killen können. Okay, das verlief nochmal glimpflich. Boah, den Bären habe ich am meisten Schiss eigentlich.
Mal andere Abfolge. Mal hole ich erst die Schlüssel. Gelesen, auch bei Essen jetzt gibt es noch. Boah, bei Essen jetzt gibt es halt so heftige Achievements drin. Radius 3 zum Beispiel, alter Schwede. Radius 3, Probotector. Das sind alles so Sachen. Bei Super Nintendo. Sind, was ich da gelesen habe. Ist jenseits von Gut und Böse. So Continue Runs zum Beispiel. Weiß ich auch teilweise. No Damage Runs. Bei einem Spiel wie Contra. Das ist jenseits von Gut und Böse. Aber du sagtest ja bei Sparkster auch extrem heftige Sachen. Weil hieß das nicht mal, glaube ich, Rocket Knight oder so? Ja, einfach nur krank. Ich glaube, das hieß doch teilweise Rocket Knight. Ja, das wird eine Übelnummer. Aber gut, Bex, jetzt haben wir wenigstens beide Sachen. Die ach, für Mega Drive, okay. Ah, da kommt er, okay, er ist getriggert. Das muss ich mir noch einfallen lassen, wie ich den das mit den Bären lösen soll. Das lösen soll. Vor allem, es gibt ja noch einen zweiten später. Noch einen zweiten Bären später. Ist schon? No. Danke, Lara, dass du das schon nicht kommentierst. Direkt schon wo? Oh ja, das habe ich hier. Die Pick dann. War ja. Wobei mich so ein Jump Rider Randomizer auch mal interessieren würde. Ich meine, Resident Evil hat jetzt auch einen Randomizer bekommen für PSX. Also. Ryan hat auch Jump Rider. Aber ich kann mal hier oben die Seite aktualisieren.
Wegen dem Double Key. Hat das, glaube ich, das blöd. Ich habe das, glaube ich, auch vor langer Zeit mal LP'd, soweit ich weiß. Ich fand es auch richtig schwer. Ich fand das Game an sich sehr, sehr schwer. So. Jetzt würde ich Strategie eigentlich durchrennen. Durchrennen bis zur. Ja, bis da hinten hin. Ah, oh, glaube ich. Nee, das kann ich nicht so machen. Das kann ich nicht so machen. Okay, durchrennen ist eine schlechte Idee. Dann ist da eine schlechte Idee. Oh je, Extreme Raider. Wirklich extrem. Das wird wirklich extrem. Na gut, so kann man den Bär ein bisschen avoiden, wenn man bei der anderen Tür steht. So kann man den Bär ein bisschen avoiden. Aber deine, ich merk schon, eigentlich in der zweiten Stage, wenn man Extreme Raider spielen will, wie hart das ist. Das Game ist ja groß und hat einiges an Leveln. Bin einfach gespannt, wie weit ich das schaffe. Mit Extreme Raiders. Oh, gut, dass sie kein Deathless Achievement eingebaut haben. Lenya aus dem Norden spendet 10 Bits.
Schmacki Schmacki Brombeermann, der es mit seinem Brombeermobile kann. Er rast so schnell und voll geschwind, er muss nach Hause zu seinem Brombeerkind. grüß dich, Lenny, danke für die Bidis. Der Lenny ist wieder richtig kreativ. Der Lenny ist gerade wieder richtig kreativ. So. Der Kreator der Automobil. Echt noch ein Arbeitstag vorhanden? Bis zum Urlaub. Nur noch, jetzt nur noch der Freitag. Der da zwischen steht. So geil, ey, das heute. Na, sexy, sexy Mann, der aus 24. Stadt Deutschland. Ja, der Mann aus Assihausen. Der Mann aus Assihausen. So, jetzt wird's mies. Mach ich den Raum. Der Fall, haha. Da ist eine Pfeilfalle hinter. Da kommen ja gleich noch mehr von denen. Okay, da ist der eine getriggert und da der andere. Okay, hinten sind drei. Drei Wölfe. Dann muss er sogar alles killen. Auch noch für das Extreme Raider Achievement. Wenn das im Verlauf so krass werden sollte, dann werde ich es erstmal probieren, das mit allen Pickups zu machen. Also allen Secrets und so. Das ist noch... eine harmlosere Option. Die harmlose Option. Bevor ich in Dortmund gewohnt habe, war es die schönste Stadt Deutschlands. Hast du überhaupt schon Discord gelesen? Und weißt du, worum es geht? Muss ja fragen, geht denn das Backseat? Ja, kein Problem, Lenny.
Ah, ich hab's auch gelesen. Wobei das bei Berlin auch teilweise nicht verwunderlich wäre. Wobei das bei Berlin auch teilweise nicht verwunderlich wäre. Dass du vielleicht diskutierst, weiß ich ja. Ah. Tatsächlich gelesen, wollte auch eigentlich antworten, aber dann hab's vergessen. Ah. Die Demenz, Bexy. Die Demenz. Wie gesagt, wenn der Run nichts wird, dann machen wir erstmal alle Secrets und so. Was gerade schon ja scharf so aussieht. Was gerade schon ja scharf so aussieht. Ich bin gerade selber schon. Sorry, dass ich antworte. Alles gut, Daini, alles gut. Dir auch viel Erfolg dabei. Essen, Dresden, Frankfurt, Köln, Dortmund. Ja, gut, dass Berlin dabei ist, das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht. Immerhin Platz 7. Immerhin ist es Platz 7. Das heißt also quasi, wir sind noch nett. Wir sind also quasi noch nett damit. Eine Sache kommen, die mir das Genick. Eventuell. Frankfurt kann ich auch so voll unterschreiben, wie das die oben stehen. Bin schon mal da. Sag mal, wir haben zwei. Ach so, deswegen. Ding.
Okay, in dem Pool vielleicht noch was rum? Kommen noch zwei Sachen, die richtig übel werden können in dem Bereich. Das ging auch noch. Das wird übel dahinter. Aber ich glaube, das kann man irgendwie avoiden. Das kann man irgendwie avoiden. Vielleicht nämlich. Genau, da ist er schon. Der ist schon getriggert. Man konnte irgendwo nach oben. Man konnte hier irgendwo nach oben. Ah, hier. Ich glaube, von hier oben konnte man auch den Bären locker killen. Okay, perfekt, der Bär ist weg. Hast geschafft. Mit Glück ist es sogar direkt Extreme Raider. Mit Glück ist es direkt Extreme Raider. Wenn ich alle Secrets natürlich habe. Oh, oh, stimmt. Oh, Scheiße. Was vergessen? Ich muss nochmal zurück. Oh gut, die halten. Die halten. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich muss nochmal zurück. Ich hätte mich fast was vergessen. Muss das Tunnel-Secret ja noch holen. Muss das Tunnel-Secret ja noch holen.
Ich muss sagen, ich finde es sehr fair von Eidas, dass alle gestoppt wurde. Sehr, sehr fair. Nichts. Oh, Scheiße. Ich wusste nicht, dass sie respawnen. Naja, gut, egal. So hardcore waren die jetzt auch wieder nicht gewesen. Da ist er, die Pfeile, ja. Oh, jetzt muss ich richtig aufpassen. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Jetzt muss ich da richtig auf. Keinen Fehler jetzt machen. Lieber zwischendurch auftauchen. Der ist sicher. Ist noch nicht verhauen. Das ist noch nicht verhauen. Ich kann es noch hinkriegen. Lenya aus dem Norden spendet 10 Bits. Lieber Bexi, weine nicht, auch im Dortmund-Angesicht, wir haben dich dennoch ganz doll lieb, auch mit deinem Dortmund-Bieb. Du bist der KN-Super-Zauberprinz, wenn ich dich sehe, mein Gesicht gleich grinst. danke für die Bees, Lenny. Der Lenny, der haut und sagt wieder Sachen raus. Ah, schön. Auch interessant, bei Bexy sagt er Helsan und so weiter. Bei mir sagt er irgendwie Lenya aus dem Norden. Da ist irgendwie so ein Ja mit drin hinten. Oder ich interpretiere das irgendwie als Ja. Kommt mir das nur so vor.
Durchaus, Lenny, durchaus. Scheint noch ein Secret zu fehlen. Scheint noch ein Secret zu fehlen irgendwo. Scheiße, den hab ich ganz vergessen. Oh, Scheiße, den hab ich fast vergessen. Übel geworden. Es wird, wenn das gleich verk wird, wenn das gleich verkackt wäre und mir fehlt. Er hat noch nichts irgendwie in die Richtung getriggert. Aber es gäbe eine Seite, wo ich nachschlagen könnte. Ja, neuen Fenster. Was wir übersehen haben, das ist normal. Für Pool of Floor Walls.
Irgendwas habe ich bei dem Pool noch übersehen. Irgendwas habe ich wohl bei dem Pool da noch übersehen. Pool mit blauen Mauern. Blauen Wänden. Kann ja bloß der Pool sein. Nee, das war ein Magnum Clips. Das war ein Magnum Clips. Genau, da war ich schon. Ach so. War auf der anderen Seite ein Geheimnis. Airdrop. Also noch nicht. Branches left of the. Subplatforms. Opposite side of the. Corridor. Okay. Hat sich wohl ein Korridor geöffnet da hinten. Wohl hinten. Ein Korridor geöffnet. Da ist dann wohl das dritte Geheimnis. Zum Glück ist zwischen den Blades jetzt kein Secret mehr. Sprengen. Zu knapp. Was zu knapp. Okay. Das dürfen wir sie noch nicht aktivieren. Im goldenen Teil. Nice.
alle Secrets gefunden. Von der Stage. Jetzt ist die heiße Frage natürlich. Reicht das für Extreme Raider? Oder habe ich irgendwo ein Pickup übersehen? Mal hier oben schauen. Ähnlich, Bexy, wie mit den Schlümpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es gereicht hat. Den Collectibles. Das werde ich gleich sehen, wenn die Stage fertig ist. Aus dafür. Aus. Ich habe ja kein Medipack benutzt. Pistolen habe ich auch nur benutzt. Ich habe im Grunde alles richtig gemacht. Wenn ich kein Item übersehen habe. Finish Level 2, hier voller Kamba. Drei von drei. Skills 23. Aber er sagt mir nicht, reicht, ne? Reicht, oder? Viel 29 Kills. Ja, und natürlich ein Item. Item, was? Boah. Der richtige Rotz, ey. Oh, nee. Ich glaube, das lassen wir erstmal mit dem Pistol-Only-Dingens Zeugs. Ja, das lassen wir erstmal. Wir gucken, dass wir die Secrets bekommen. Die 29 Kills. Waren da noch Gegner? Immerhin
Ein Achievement hätten wir auf jeden Fall dafür. Und das ist. Im Grunde haben wir es No Death geschafft. Im Grunde habe ich das No Death geschafft. Level.